Was Rudolf Hortsch aus Wehlen in der Sächsischen Schweiz da für uns in Eimer sauberes Trinkwasser. Genau die Menge, die jeder Deutsche, also auch Herr Hortsch, täglich verbraucht. Laut Statistik sind das 130 Liter. Doch nur ein Bruchteil davon trinkt er. Nur diese 3 Liter. Das hat den Rentner schon lange geärgert. Denn seine Frau ist Chefin dieses kleinen Hotels. Hier wird ständig geduscht und gebadet. Immer laufen Waschmaschinen und vor allem das. Mehr als 100 Kubikmeter sauberes Trinkwasser rauschen übers Jahr durch die Toiletten. Was für eine Verschwendung. Deshalb habe ich die Anlage erfunden, mit der man mit gebrauchtem Trinkwasser die Toilette spült. Nun ja, das haben andere auch schon getan. Aber was Rudolf Hortsch zum Patent angemeldet hat, ist eine Kompaktanlage zum Speichern und Aufbereiten von Brauchwasser. Vorerst nur ein Prototyp fürs private Badezimmer. Wird hier nach dem Baden oder Duschen der Stöpsel gezogen, dann landet das Wasser nicht in der Kanalisation, sondern per Knopfdruck im Spülkasten der Toilette. Dafür hat der gelernte Sanitär- und Klempnermeister neben der Badewanne ein kompaktes System aus Steuerrelais, Thermostat, Zeitschaltuhr und Pumpe installiert. Die Anlage pumpt Wasser aus der Wanne in den kleinen Spülkasten, 9 Liter. Doch wo ist das übrige Wasser geblieben? Das restliche Badewasser ist unter der Wanne. Ich habe den Wannenträger als Speicher umgebaut. Etwa 200 Liter passen in den selbstgebauten Wannenträger. Damit alles dicht ist, hat Rudolf Hortsch diesen Prototyp mit Teichfolie verkleidet. Was aber ist mit der Hygiene? Fängt das gespeicherte, schon mal gebrauchte Wasser nicht an zu riechen? Nein, das kann nicht passieren. Denn das Badewasser, bevor es in den Speicher läuft, läuft über diesen Filter. Das ist ein Aktivkohlefilter mit Chlortabletten. Und das macht das Wasser keimfrei und außerdem verweilt das Wasser nicht lange unter der Wanne. Stimmt. Nach jeder WC-Benutzung füllt die Pumpe automatisch den Spülkasten wieder auf. Wie viel Wasser noch im Wannenspeicher ist, lässt sich durch ein Sichtfenster kontrollieren. Sensoren registrieren, wenn der Speicher voll ist. Dann fließt überschüssiges Badewasser in die Kanalisation. Wenn nicht genug Brauchwasser im Speicher ist, dann schaltet meine Erfindung automatisch um auf Trinkwasser aus dem Leitungsnetz. Damit das nur selten nötig ist, kann seine Anlage auch das gebrauchte Wasser aus der Waschmaschine aufbereiten und speichern. Und Rudolf Hortschs Erfindung hat einen erfreulichen Nebeneffekt. Das warme Brauchwasser im Wannentank erwärmt zusätzlich die Luft im Bad. Trotzdem will Rudolf Hortsch die Anlage hier im Hotel nicht einbauen. Ich müsste in jedes Bad unserer Gästezimmer diese Anlage einbauen und das wäre mir zu aufwendig. Doch ein einzelner 4-Personen-Haushalt würde mit seiner Erfindung pro Jahr im Schnitt 5.600 Eimer Trinkwasser sparen und damit Kosten zwischen 300 und 400 Euro, hat Rudolf Hortsch ausgerechnet. Da dürfte das Baden gleich doppelt so viel Freude machen.